Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Herausforderung von Nax Ramas. Wir stellen uns den vier Reitern mit dem guten Gul'dan, unserem Hexenmeister. Und ich bin gespannt, wie gut wir uns schlagen werden. Und ja, ob er noch irgendwelche besonderen Fähigkeiten jetzt nochmal ausspielt. Gul'dan! Von der Taktik her gehen wir beim Reiter! Oder beziehungsweise bei den vier Reitern. Wir werden eure Knochen zu Staub zermalmen. Eure Seele wird mir gehören. Bei allen ziehen wir recht viel Leben ab, aber töten sie dann, wenn möglichst, fast gleichzeitig. Aus dem Grund waffen sich meistens gegenseitig. Das heißt, er hat ja diese Geheimnisse, dass er sagt, okay, ich mache draußen vier Dreier. Also ich gebe einfach nochmal drei Schaden zusätzlich. Seine eigene Waffe wird ja auch nochmal umdrehen stärker, wenn seine anderen Räder eben tot sind. Genug mit dem Geschwätz! Lasst sie nur kommen! Zeigt, was ihr drauf habt, nicht! Den einen Schaden macht er ja trotzdem. Also auch wenn er jetzt darüber hält, hat er jetzt drei Karten deswegen verloren. Und jeder von seinen Rädern hat auch nochmal einen Schaden bekommen. Das heißt, er hat drei Schaden ausgelöst. Passt. Gut, nächste Runde. Ich bin ein Morgenmuffel. Auch gut, wenn er die jetzt schon ausspielt. Und ja. Mal schauen, ob er das gebracht. So, nächste Runde 4 ist eigentlich fast optimal, wenn wir nichts anderes haben für einen. Ja, ich glaube, der hat auch seine Vorteile. Damit können wir uns nochmal. Er hat nie Buße. Das heißt, er kommt wieder auf 1 runter. Macht ab. Und damit liegen sie jetzt bei. Genau, liegen sie jetzt bei 4-4-3. Das ist gut, sie gehen alle schön harmonisch runter. Wir haben immer noch 19 Leben auf der Hand. Das sollte gut reichen. Teufelswache nehme ich ungern, einfach weil ich das Mana brauche. Also wir haben hier recht wenig. Oder... Euer Tod wird mir ein Das war's. Und die Geißel wird euch verzehren! Und... Damit ist der Sound und hat nur noch 2 Minuten. Okay. Das können wir jetzt natürlich voll ausnutzen. Wir haben im Prinzip schon gewonnen. Nein! Ich brauche mehr Zeit! In der Herausforderung besiegt. Ja, das ist also eine recht einfache Runde in der Herausforderung. Sollte für euch auch kein Problem sein. Und ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und ja, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Gebt einen Like, gebt einen Abo. Und hier könnt ihr natürlich nochmal die anderen Videos auch anschauen zu den jeweiligen Herausforderungen. Ich wünsche euch alles Gute beim selber ausprobieren und bis dann. Hearthstone, Heroes of Warcraft. Thank you.
Fluch von Naxxramas. Ein Hearthstone-Abenteuer.